Ein gutes halbes Jahr nach der Premiere des großen Range Rover folgt jetzt die Neuauflage des kleineren Range Rover Sport. Trotz eines geringen Längenzuwachses von rund 6 cm hat der Neuling über 420 kg Gewicht verloren. Verantwortlich für diesen enormen Diäterfolg ist vor allem die Karosserie aus Aluminium. Sie sorgt für bis zu 24% gesunkene Verbrauchswerte. Ebenfalls aus Aluminium ist die Fahrwerkskonstruktion mit einzeln aufgehängten Rädern vorn und einer Mehrlenkerachse hinten. Lange Federwege ermöglichen eine Achsverschränkung von 54 cm. Die Bodenfreiheit stieg auf 29 cm. Der wie gewohnt permanent ausgelegte Allradantrieb ist im neuen Range Rover Sport in zwei Ausführungen lieferbar. Version 1 bietet eine Geländeuntersetzung und verteilt die Antriebskraft gleichmäßig. Version 2 arbeitet mit einem einstufigen Verteilergetriebe samt Torsendifferential, welches das Drehmoment stärker an die Hinterachse weiterleitet. Dank 18 cm längerem Radstand kann der Innenraum erstmals auf Wunsch zwei weitere Sitze beherbergen. Ein 12,3 Zoll Display zeigt die Instrumente an. Ein 8 Zoll Display ist für die Steuerung des Infotainment-Systems zuständig. Auf Motorenseite stehen zur Markteinführung im dritten Quartal 2013 zunächst drei Alternativen bereit. Ein 5 Liter V8 Kompressorbenziner mit 510 PS sowie ein in zwei Leistungsstufen erhältlicher V6 Diesel. Als 258 PS starker TDV6 und als STV6 mit 292 PS. Gekoppelt sind alle Motorvarianten an eine elektronisch gesteuerte 8-Stufen-Automatik und ein Start-Stopp-System. Der schnellste Range Rover Sport beschleunigt von 0 auf 100 in 5,3 Sekunden.